Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Der Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich erfolgreiche und spannende Menschen anschaut und sich dann die Frage stellt, wie sind die denn dorthin gekommen? Und das Ganze machen wir heute nämlich vor Live-Publikum. Die dürfen hinterher auch ein paar Fragen stellen. Und ich habe heute auch einen ganz, ganz spannenden Gast, einen sehr bekannten Gast in Deutschland. Und jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Christian Galvez, wo viele immer nicht wissen, wie sie den Nachnamen aussprechen, ob es Galvez ist oder Galvez, das kannst du jetzt schon mal auflösen. Wie Galvez. Galvez, der Wuppertaler, der Galvez, ist Redner, Trainer und Coach, erfolgreicher Ratgeber. Jetzt wird es spannend, für Sat.1 ProSieben, Deutschlands Persönlichkeitstraining, das Beste in dir. Online-Auftritte, um Persönlichkeit und Souveränität zu steigern, hat einen ganz tollen Online-Kurs, der heißt Richtig Selbstbewusst, darüber werden wir auch sprechen, über Selbstbewusstsein. Analysiert regelmäßig die Wirkungsmuster von Politikern und anderer Persönlichkeiten für Medien wie RTL und NTV. Das war übrigens auch das erste Mal, wo ich dich gesehen habe bei so einer Analyse, fand ich ganz, ganz spannend. Themenbereich Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Überzeugung in über 6.000 Präsentationen Menschen bewegt. 6.000 Tage? 6.000 Präsentationen. 6.000 Präsentationen, ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Ja, ja. Das sind viele Präsentationen. Mit 16 Jahren Auftritt als Zauberkünstler, studierte BWL und Wirtschaftspsychologie, erforscht in L.A. die Erfolgsprinzipien der Traumfabriken. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Bewohnerfrei-Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ja. Super spannend. Du bist ja auch durch in diesen Formaten Gedankentanken, hast ganz, ganz viele Klicks auf deinen Videos, die du machst. Wenn dich jemand nicht kennt, die Frage, die stelle ich immer ganz am Anfang, du sitzt im Bus oder in der Bahn und jemand sagt, oh, hör mal, was machst du so? Was sagst du? Ich sag dann sowas wie, ich mache sowas wie der Tobias Beck, aber nicht so öffentlich. Ja. Sehr clever. Den Beck, kennst du den? Ja. Ich funktioniere sehr stark in Unternehmen. Ich gebe es gar nicht so öffentlich. Ich hab zwar eine Facebook-Seite mit ein paar Fans, aber im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich jemand, der mit seinem Köfferchen von Unternehmen zu Unternehmen geht und da versucht, Wahrnehmung zu erweitern. Anscheinend sehr erfolgreich, sonst wären wir nicht auf 6.000 Präsentationen gekommen. Das heißt, eine normale Woche bei dir sieht wie aus? Du wirst gebucht von Unternehmen? Ja, genau. Ich werde von Unternehmen gebucht, zum Teil als Coach. Mhm. Also heute komme ich von einem Coaching. Du hast mich eben noch, als ich ins Hotel reingekommen bin, im Anzug gesehen. Mhm, genau. Hast da gesagt, jetzt will ich erstmal eine Stunde schlafen. Genau. Erst eine Runde gepennt und in der Regel 80% sind Vorträge. Vorträge, aber auch sehr viel Moderation. Und das ist so ein bisschen das, wo ich hier komme. Ich habe früher erst sehr viel moderiert. Ich habe eine Kindersendung gemacht, Spaß am Dienstag. Die kennen vielleicht die einen oder anderen noch mit so einem kleinen gelben Punkt Zini. Das war auch die letzte Staffel, die war nicht sehr erfolgreich. Das hast du gemacht? Ja. Zini kenne ich noch. Zini kennst du. Früher in Wuppertal gab es 3 Sender. Ja. ARD, ZDF, WDR und da gab es Zini. Genau. Dieses Ding. Spaß am Dienstag. Wie heißt das denn, das Ding? Zini. Aber was ist das genau? Das war Zini. Zini. Jeder kennt Zini. Zini war animiert, oder? Genau, Zini war so die erste animierte Figur im Fernsehen, die im Echtzeitcharakter reden konnte. Ja. Ja. Gab sogar ein Wuppertal im Wohnzimmer. Und das hast du dann moderiert? Die letzte Staffel durfte ich machen und danach wurde sie eingestampft. Wurde dann nochmal wiederholt, mittwochs im WDR, hieß aber trotzdem noch Spaß am Dienstag. Hat nicht wirklich Sinn ergeben, war aber so. Ja. Okay, aber das sehen wir in der Branche. Es muss ja auch nicht immer alles Sinn ergeben, um groß zu werden. Ja. Die 6.000, lass es mal gerade erklären, das sind nicht 6.000 Vorträge, die ich gemacht habe, das sind 6.000 Präsentationen. Ich habe nach meinem Studium ganz viel für Unternehmen mein Gesicht hingehalten, um Produktbotschaften Menschen näher zu bringen. Also Werbung. Ich habe zum Beispiel die für BMW alle internationalen Shows gemacht. Ich habe die IAA mehrfach moderiert, die Hauptbühne. Da wird eine Riesenhalle aufgebaut und dann braucht es halt einen Moderator, der mit den Leuten im Talk ist. Und diese Dinge habe ich gemacht. Oder wenn ein Unternehmen wie Volkswagen weltweit ein neues Fahrzeug eingeführt hat, dann werden Händler eingeflogen aus der ganzen Welt. Und diese Dinge habe ich getan. Wow. Und dadurch kommt man sehr schnell auf eine extrem hohe Zahl an Präsentationen. Und auch auf sehr, sehr große Bühnen, ne? Ja. Ist es in der Branche, da kommen wir nachher noch zu, aber ist wichtig für viele, die auch Trainer, Speaker, Coaches werden wollen oder auf dem Weg sind. Moderation ist natürlich ein sehr, sehr guter Einstieg dazu, ne? Weil A, lernst du die Firmenbosse kennen. Wenn die dich mögen, buchen die sich für ihre Veranstaltung. Irgendwann ist es dann logisch zu sagen, was machen sie denn noch? Ja. Ja, das ist es so? In der Tat war das bei mir so. Ich habe ja angefangen mit der Zauberei. Du hast es eben schon mal erwähnt. Ich habe als 12-Jähriger dieses Hobby für mich entdeckt. Und für mich ist heute Zauberei nichts anderes als
angewandte Wahrnehmungspsychologie. Und es gibt ja viele Kollegen, Alexander zum Beispiel, Hartmann, der kommt ja auch aus der Zauberei. Ja. Thorsten Havner kommt auch aus der Zauberei. Beide schon im Bewohnerfrei-Podcast. Ach, guck mal an. Ja. Was ein Zufall. Ja, wir kennen uns noch aus der alten Zauberszene. Und das heißt, wir haben sehr früh angefangen, vor Menschen zu stehen, vor Menschen etwas zeigen zu dürfen, mit Menschen zu arbeiten. Ich durfte damals mit 15, weil ich einen Preis gewonnen hatte, im Berliner Theater des Westens auftreten, in einer großen Produktion mit André Heller. Und das sind natürlich... Als Zauberer damals. Und das sind natürlich Dinge, die einen sehr, sehr früh geprägt haben. Und dann bin ich über die Zauberei zur Moderation gekommen, habe die Zaubertricks weggelassen und nur noch geredet und von der Moderation dann später in die Vorträge. Wow. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Kleiner Junge. Ah, ja. Wir haben ja vorhin gelernt von Dieter Lange, ne, so ab drei Jahren. Vom großartigen Dieter. Der hat ja auch eine Rhetorik, ne, geschliffen. Unfassbar. Wahnsinn. Ab drei Jahren erinnern wir uns, holen wir uns mal in Christians Leben, drei Jahre alt. Wie bist du groß geworden? Was hat dich geformt? Das ist eine Frage, die meine Frau und ich ganz oft uns stellen. Wie sind wir groß geworden, weil wir natürlich als Eltern immer versuchen, Kindern ganz viel mitzugeben. Und ich erlebe das in anderen Kontexten, dass heute man ein gutes Elternteil ist, wenn man Kindern sehr viel ermöglicht. Egal, ob es der Reitunterricht ist, Ballett, am besten noch Chinesisch lernen und ich weiß nicht, was da alles in unserem Umfeld gerade stattfindet. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann gab es eine Form von Reichtum, mit der ich überschüttet worden bin, das war Liebe. Ich habe wahnsinnig viel Liebe von meinen Eltern bekommen. Also mein Vater ist Südamerikaner, Chilene. Und in Chile sagt man, hat man dieses Wort Corazón, Herz. Und wenn es ein Bild für Corazón, für Herz gibt, dann ist es mein Vater. Jetzt macht der Nachname Sinn. Geil, genau. Das heißt, aufgewachsen, waren deine Eltern selbstständig oder angestellt? Was haben die gemacht? Nein, ganz und gar nicht. Meine Mutter war Lehrerin, sehr engagierte Lehrerin, die auszog, wollte unbedingt nach Afrika gehen, afrikanischen Kindern das Lesen und Schreiben beibringen, landete dann in Chile, hat erst gar nicht verstanden, ist ja nah aneinander. Ja, und da hat sie sehr schnell meinen Vater kennengelernt, der sie, glaube ich, sehr schnell auch ausgezogen hat. Meine Schwester ist dann gekommen. Sehr früh und dann haben die beiden sich entschieden, nach Deutschland zu kommen und sind dann auch hier geblieben. Okay, das heißt also Mama Lehrerin, dein Vater konnte wahrscheinlich kein Deutsch, als er nach Deutschland kam? Mein Vater konnte gar nichts und was immer, mein Vater konnte nicht einmal mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen. Das kann ich auch nicht. Weil die Welt in Chile damals vor über 50 Jahren ganz anders aussah und was immer... Und das erstaunt mich heute noch sehr, was immer ihr an Ausbildung habt, was immer ihr an Scheinen, Zertifikat mit ins Leben bringt. Mein Vater hatte gar nichts und hat dann hier in Deutschland gesucht und auch gefunden. Mhm. Er hat sich aufgemacht und das beeindruckt mich bis heute, dass die uns all diese Dinge ermöglichen konnten, die wir dann auch erleben durften. Das heißt, als was hat dein Vater dann gearbeitet in Deutschland? Da gibt es die Connection. Mein Vater war bei Lufthansa. Nein! Yeah. Was hat er denn da gemacht? Er war in Köln in der Hauptverwaltung und dadurch hatten wir natürlich die Möglichkeit, viel zu reisen. Ja. Und für uns war damals der Urlaub in Südamerika günstiger als im Bayerischen Wald und das haben wir... als Erlebnis, wir Kinder mit großer Begeisterung aufgesogen. Wow. Ja, ja, das war toll. Das ist ja sehr, sehr toll. Ja. Bist du auch viel gereist wahrscheinlich dann? Nur. Ja, alle Lufthansa-Leute reisen viel. Und macht eine Menge Sinn. Dann bist du irgendwann in die Schule gegangen, Kindergarten, Schule. Wie warst du? Warst du gut, schlecht, mittel? Warst du modellierbar vom System? Ich bin, an Grundschule kann ich mich tatsächlich nicht so wirklich erinnern. Ich weiß, in der weiterführenden Schule... dass mir das System keinen Spaß gemacht hat. Ich habe sehr früh das Hobby Zauberei für mich entdeckt und habe mich da sehr ausleben dürfen und mit 12 einen sehr schweren Unfall gehabt. Ich bin durch das Auto gekommen, war 28 Wochen im Krankenhaus und das war so eine große Zäsur in meinem Leben. Durfte lange Zeit keinen Sport machen und habe dadurch in der Schule auch zwischenzeitlich sehr den Anschluss verpasst und festgestellt, dass da nicht alle sehr förderlich mit mir umgegangen sind und das war für mein eigenes Selbstbewusstsein, für das, was ich erfahren habe jeden Tag in der Schule, damit auch für meine Glaubenssätze nicht sehr bestärkend. Okay. Also ich erinnere mich daran, ich bin aus dem Krankenhaus gekommen und habe eine 5 bekommen, weil wir in einer Deutscharbeit über Konjunktiv geschrieben haben und ich keine Ahnung hatte, was der Konjunktiv war und dann kamen bei mir natürlich solche Glaubenssätze auf wie, mein Vater ist Südamerikaner, hat immer noch einen starken Akzent, ich bin der doofe Ausländer, ich kriege das hier nicht gebacken. Und da habe ich lange gebraucht, das für mich
neu zu definieren. Hm. Du bist jetzt wie alt heute? Ich bin 49. Ja. Oh, also gut gehalten. Ja. Muss man mal sagen hier. Also hauttechnisch, da können wir auch noch ein paar Geheimnisse gleich rausbauen. Diese Zeit, als du gesagt hast, du bist mit 12 und das Auto gekommen, das war die Zeit, wo Eltern nicht mit im Krankenhaus waren? Ja, nein. Heute ist es ja ganz modern, Eltern kommen mit. Also genau. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen zwischen Köln und Bonn. Brühl kennen viele vom Phantasialand. Und die Ärzte in Brühl haben sich damals entschieden, mein Knie nicht zu operieren, weil es einfach zu kaputt war. Mhm. Und dann bin ich nach Köln gekommen, in die damals wohl beste Spezialklinik für solche Operationen. Und habe dementsprechend sehr wenig Besuch bekommen, weil meine ganzen Schulfreunde natürlich diesen weiten Weg, das waren 20 Kilometer, klar, aber für einen 12-Jährigen ist das eine Strecke, nicht auf sich nehmen konnten. Und trotz alledem haben meine Eltern es geschafft, jeden Tag da zu sein. Das ist auch das, was du vorhin sagtest, mit Liebe überschüttet, ne? Toll. Der erste Kontakt zur Zauberei, kannst du uns da abholen? Weil das war ein großer Grundstock in deinem Leben. Ist das der magische Zauberkasten, den man von unter Weihnachtsbaum bekommt? Oder den hatte ich nämlich auch mal, es funktionierte bei mir nur nichts. Also da muss man ja sehr schnell sein mit den Fingern. Und ich kann mich genau an den Moment erinnern, das war im Kaufhof in Brühl. Es gab ein kleines Zauberbuch, das hat 3,90 D-Mark gekostet, war so ein rotes Etikett dran, Zaubern stand da drauf. Und das wollte ich unbedingt haben. Ich weiß mal nicht mal, warum. Und meine Mutter hat damals gesagt, wir können das kaufen, aber du musst dich damit wirklich beschäftigen. Also wir wollen mindestens 3 Tricks sehen. Heute Abend. Und dann habe ich es gemacht. Und dann war es aber tatsächlich so, wenn man sich mit etwas beschäftigt, und das war damals eine frühkindliche Erfahrung von mir, und etwas auf einmal kann, was andere nicht können, und man spürt, dass man Resonanz in anderen dadurch auslöst, dann fühlt man sich selbstwirksam. Und in meiner Welt ist das so, dass Selbstwirksamkeit ein ganz, ganz großes Gefühl ist, was ich auch Menschen versuche mitzugeben in meinen Trainings, in meinen Seminaren, sehr schnell in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Denn wer das für sich entdeckt, der ist einfach von innen heraus ganz anders motiviert. War das das erste Mal, wo du Selbstbewusstsein für dich erlebt hast? Ich kann etwas, was andere nicht können und sie finden es toll? Ich sollte fairerweise dazu sagen, das war genau in dieser Phase, als das dann auch mit dem Unfall kam. Mhm. Und ich habe dann die Zauberei intensiviert, als ich im Krankenhaus lag und keinen Sport mehr machen durfte. Vorher durfte ich sehr viel Sport machen. Ich habe 4-mal die Woche Handball gespielt. Das war von heute auf morgen weg aus meinem Leben. Und ich brauchte etwas, womit ich das kompensieren konnte. Mhm. Und dadurch, dass es eine Spezialklinik war, gab es viele Menschen, die genauso wenig Besuch bekommen haben wie ich. Und man traf sich immer in einem Tagesraum abends. Und ich bin jeden Abend in diesen Tagesraum gegangen und habe jeden Abend einen neuen Trick gezeigt. Und das war für mich immer so das Tagesziel, einen neuen Trick zu zeigen. Und es war auch so, dass Ärzte abends, die Nachtärzte, zu mir ans Bett kamen und sagten, kannst du mir noch mal einen neuen Trick zeigen? Und das hat mich natürlich damals als 12-Jähriger unfassbar motiviert, dass da Menschen waren, die mich wahrgenommen haben, die da in Resonanz gekommen sind. Jetzt ist ja nur leider Zauberei kein Schulfach. Das heißt, du musstest dann ja im normalen System wieder Fuß fassen. Aber wenn man zaubern kann, wird man sehr viel schneller, sehr viel besser in der Schule. Das ist ja. Das heißt, die Spickzettel waren dann weg, oder? Ja. Nein. Ich hab ein gutes Abi gemacht. Ich bin auch gut durchgekommen. Ich bin wirklich gut durchgekommen. Aber später im Studium war es dann auch so, dass Was hast du studiert? BWL und Wirtschaftspsychologie. Genau. Und es gab bei mir tatsächlich auch im Studium dann irgendwann eine sehr selektive Wahrnehmung, dass ich die Dinge getan habe, die mir wirklich sehr viel Freude machen, die anderen Sachen durchgezogen habe. Das ging. Ich hatte damals ein Stipendium für eine amerikanische Universität, durfte dort meine Diplomarbeit schreiben, Fach Wirtschaftspsychologie. Und ich habe immer gesagt, egal wie die anderen Fächer sind, aber das macht mir so viel Spaß. Hier möchte ich für mich selber mal sehen, was möglich ist, und habe mir dafür Mühe gegeben. Das war dann auch ganz gut. Mit was hast du deinen ersten Euro verdient oder D-Mark damals? Mit Zauberei. Direkt damit? Mit Zauberei. Spannend. War auf einem Kindergeburtstag, wollte 20 D-Mark haben. Der Vater des Geburtstagskindes hat mir dann 40 gegeben, weil er sagte, gute Leistung muss gut bezahlt werden. War das so ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, krass, jetzt kann ich dieses berühmte Hobby zum Beruf machen? Ja. Ja, genau so war es. Also es war dann immer, ich habe es dann immer weitergemacht, und während des Studiums habe ich immer gesagt, wenn ich 100.000 D-Mark im Jahr mit Zauberei verdiene, dann werde ich Profizauberer. Und habe das dann aber über die Jahre verändert. In der Uni, also zumindest da, wo ich studiert habe, da wird ja jetzt auch Zauberei und sich selbstständig machen nicht als
großes Lebensziel hofiert. Wann hast du denn irgendwann gemerkt, ich mag nicht diesen klassischen Weg gehen? Weil das eine ist ja ein geiles Hobby zu haben. Ja. Das andere ist, den Mut aufzubringen. Und davon lebt ja auch dieser Podcast hier, wo wir Mut machen wollen, mach halt dein Ding. Den Mut aufzubringen, ich werde jetzt erstmal Zauberer. Ich mache jetzt meine Lebenspassion. Weil ich mir vorstellen kann, Eltern und Freunde sagen doch auch, du such dir da erstmal einen anständigen Job. Oder vielleicht gab es bei euch nicht, aber solche Sätze habe ich oft bekommen. Also in der Tat war es so, dass ich damals im Studium ganz gut war. Ich habe meine Diplomarbeit mit einer 1.0 geschrieben. Da gibt es dann immer Angebot vom Lehrstuhl. Man könnte doch auch da bleiben und promovieren. Und dann geht es natürlich los. Dann auf einmal, ja, will ich jetzt den Doktortitel machen oder nicht? Oder mache ich etwas ganz anderes? Und ich habe damals schon sehr für mich gespürt, ich möchte gerne was anderes machen. Und die Zauberei rutschte so langsam in den Hintergrund. Ich habe damals dann mehr und mehr moderiert und Konzepte geschrieben für Präsentationen. Ich habe damals für Koschwitz Gags geschrieben, für Samstagnacht habe ich geschrieben. Also ich habe viele andere Dinge noch gemacht nebenbei. Und wie bist du denn an die rangekommen? Also das klingt, das, wenn wir solche Historien sehen, ich meine Koschwitz, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das war, als ich ein Tick jünger war, einer der ganz große Late-Night-Talker. Wie bist du denn da hingekommen? Also durch die Kleinkunst erstmal? Tatsächlich durch die Kleinkunst, durch das Netzwerk. Und es ist so, wenn man in Köln wohnt und in Köln in einer Bar ist oder im Restaurant oder in einer Kneipe und man sagt, was machst du beruflich? Und dann sagt jemand, ich bin Schauspieler, dann sagt jeder, ja. Wenn jemand sagt, hey, ich bin Bankkaufmann, nein, du bist Bankkaufmann, ja, dann ist man so überrascht. Also in Köln war das damals so, dass irgendwie jeder in den Medien unterwegs war. Und es war auch in der Tat so, dass ich ja meine Diplomarbeit in Amerika schreiben durfte und dort festgestellt habe, dass die Amis mit dem Thema Unterhaltung anders umgehen. Und insofern gab es schon eine Richtung für mich da, in dem Bereich mehr zu machen. Ich konnte das noch nicht genau einsortieren, aber ich wollte mich ausprobieren, ich wollte Dinge tun, ich wollte Dinge machen und habe dann einfach wahnsinnig viel versucht zu tun. Mhm. Ja. Und bei dem wahnsinnig viel versucht haben zu tun, wann hast du das erste Mal auf einer Bühne gestanden und moderiert und Geld dafür bekommen? Kannst du dich daran erinnern? Wann war dein erster Job in die Richtung? War das ja was anderes als Zauberei? Ja, mein erster Job in die Richtung war auf der CeBIT für die Deutsche Telekom. Das war 1996, 95. Die haben uns jetzt gerade angefragt. Ja, ja, Deutsche Telekom. Und genau, also es ist auch Ewigkeiten her. Okay, und wann hast du da gemerkt, das ist was, das liegt mir? Sehr früh, das waren ja immer zwei Aspekte. Das eine war, dass es ja auch finanziell ganz gut honoriert wurde. Das war damals im Studium für mich sehr toll, weil ich Möglichkeiten hatte, dann noch mehr zu reisen. Das Reisen war mir immer sehr, sehr wichtig, weil ich die Möglichkeit hatte, andere Perspektiven vor mir zu sehen. Und es gab einen großen Schlüsselmoment für mich. Das war direkt nach dem Studium. Das war nämlich der Moment, als eine Agentur, für die ich sehr viel gearbeitet hatte, mich angefragt hatte, ob ich für die Volkswagen-Show auf der IAA Pkw, das war 1996, das Drehbuch schreiben wolle. Und das war die Einführung von dem neuen Charan. Mhm. Das war damals das erste Mal, dass Volkswagen einen neuen Bus in den Markt hineingebracht hatte. Ford damals den Galaxy, Volkswagen den Charan. Und es ging darum, auf der IAA eine riesengroße Show hinzusetzen. Und aus irgendeinem Grund haben die an meine Tür geklopft und ich durfte das Drehbuch schreiben. Und Life in Motion hieß die Show. Und das war für mich ein ganz großes Schlüsselerlebnis, später auf der IAA zu stehen, die Menschen auf der Bühne zu sehen. Es waren über 40 Menschen auf der Bühne. Es war ein Live-Orchester da, das war das RTL Samstagnachtorchester. Wow. Martin Ernst hat damals die Musik da gemacht. Und ich dachte, guck mal hier, der kleine Christian mit dem südamerikanischen Vater und der Grundschullehrerin als Mutter sitzt hier, darf diese Show schreiben, darf das machen. Das hat mich schon geflasht und da dachte ich, da ist wahrscheinlich noch mehr drin. Ist es denn so, also zumindest erlebe ich es so in den letzten fast 20 Jahren in dieser Profession, ab einem Punkt wirst du dann halt einfach rumgereicht? Ja. War das bei dir auch so, dass wenn du einmal in einer Sache gut bist, weil der Chef da kennt ja andere Chefs, mit denen geht der essen und die reden dann über dich? Ja, genau so war es. Und vielleicht nochmal zurück auf mein Elternhaus, und das kann ich wirklich nur jedem, allen Eltern dieser Welt zurufen, diese Sicherheit zu haben, dass man da verwurzelt sein darf, dass egal was passiert, doch irgendwas da ist, was einen auffängt. Und gar nicht mit finanziellem Reichtum, sondern mit so einer Sicherheit, mit einer Liebe, mit einer Geborgenheit. Das gibt einem die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. Und so war es dann auch nach dieser Volkswagen-Show bei mir so, dass ich gesagt habe,
okay, bleibe ich jetzt am Lehrstuhl oder mache ich was ganz anderes? Und da sich mein gesamtes Umfeld auf einmal in Unternehmen orientiert, habe ich gedacht, ich gehe jetzt nochmal nach Amerika und war dann nochmal 1,5 Jahre in Los Angeles, habe Regiekurse gemacht an der UCLA, Drehbuchautorenkurse gemacht, krass, war bei Jeff Goldblum auf der Schauspielschule, bei Lee Strasberg auf der Schauspielschule, habe Impro-Comedy gemacht, viele Dinge, die hinten und vorne überhaupt nicht funktioniert haben, aber ich habe mich da reingestürzt mit Leib und Seele und habe das alles aufgesogen und bin für die Erfahrung, die ich damals machen durfte, unfassbar dankbar. Und als du dann zurückgekommen bist, wie hast du es dann geschafft, das, was du jetzt alles erlebt hast, so zu kanalisieren, dass du anderen auch angefangen hast auszubilden? Ja, aus dieser Zeit, aus dieser Amerika-Zeit ist mein erstes Buch entstanden, Du bist, was du zeigst. Und trotz alledem habe ich in dieser Phase sehr viel noch moderiert. Und plötzlich standen da die Jörg Löhrs, die Lothar Seiwerts, die Enkelmanns. Viele von denen gibt es heute gar nicht mehr und die durfte ich anmoderieren. Und ich dachte, schau mal hier, also bei der Telekom zum Beispiel, ja, da kam der Jörg Löhr rein, eine Stunde, hielt einen Vortrag. Ich war 2 Tage da, musste den Abend vorher noch anreisen, am Ende noch da bleiben. Er bekam das Gastgeschenk, ich bekam einen Händedruck, der Moderator. Dachte ich, irgendwie läuft dir was falsch und du hast ja auch Inhalte, bring doch mal bitte deine eigenen Inhalte auf die Bühne. Genau. Super spannend, weil ich habe eine ganz ähnliche Geschichte. Ich habe ja auch jahrelang erst moderiert. Ja. Viel bei Lufthansa und bei anderen Veranstaltungen. Ich habe mir irgendwann dieselbe Frage gestellt. Kann ja nicht sein. Ne? Wir sind hier 3 Tage, kriegst was beim Buffet übrig bleibt und der andere wird zum Flughafen gefahren. Also irgendwas läuft ja falsch. Ja. Ne? Ja. Wie ist dann weitergegangen? Zahlreiche Weiterbildung, international orientiert, auch immer geguckt, dass ich mich an den Besten orientiere, mir ein Umfeld schaffe, was mir die Möglichkeit gibt, mich darin entfalten zu können. Bleib mal ganz kurz da. Ja. Wie muss dieses Umfeld sein bei dir? Aus heutiger Sicht, nach meiner Reise, braucht ein Umfeld, in dem sich Menschen entwickeln können, ein gemeinsames Anliegen, etwas, was tief im System der Wünsche, Sehnsüchte und Werte veranlagt ist und was gar nicht ausgesprochen werden muss unbedingt, aber man braucht so ein Gefühl des gemeinsamen Anliegens. Und heißt, die Leute, die bei dir auf der Grillparty sind, wenn du eine gibst, sind alles Menschen, die sich mit sowas beschäftigen. Ja. Was hast du mit denen gemacht, die nicht dieses Anliegen hatten? Einen Haken dran gemacht. Sehr konsequent. Sehr konsequent. Noch eine Gemeinsamkeit. Ja. Das heißt, da waren wahrscheinlich auch einige dabei, die gesagt haben, also Christian, such dir doch mal, mach doch mal was Anständiges. Ganz genau, ganz genau. Und ich war jetzt tatsächlich beim Klassentreffen vor 2 Wochen und zum letzten bin ich erst gar nicht hingegangen, weil ich dachte, viele Bewohner unterwegs und habe dann doch gedacht, ach komm, geh mal hin. Und meine Frau hat mich auch ein bisschen getrieben. Ich glaube, sie wollten abends allein sein. Auf jeden Fall, ich dann dahin. Rita sagt auch immer, wie lange bleibst du noch? Wann fährst du denn wieder? Ich dann dahin und dachte nach 2 Stunden, was machst du hier eigentlich? Und dann bin ich also nach, Haken dran, auch Haken dran dürfen wir mal machen im Leben, um weiterzukommen. Genau. Okay. Die Freunde, die damals mit dir gestartet sind, die am Anfang so dabei waren, als du gerade angefangen hast, größer zu werden, wie haben die denn reagiert? Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, der bei vielen Menschen auch ein großes Gummiband darstellen kann. Ich glaube, bei Schulkollegen kann man noch sagen, ja, okay, da mache ich jetzt einen Haken dran. Aber so die Best Buddies, gab es da auch welche, die gesagt haben, das passt irgendwie nicht? Und wie bist du damit denn umgegangen? Mit denen bin ich immer noch sehr stark verwurzelt, also die, mit denen ich auch eine längere Geschichte teile aus der Schulzeit. Das ist eine Handvoll, das sind 5 Jungs. Mit denen bin ich immer noch verwurzelt. Wir sehen uns einmal im Jahr und das ist auch gut so. Und ansonsten hat sich das einfach immer weiterentwickelt, anders entwickelt und organisch weitergeführt. Spannend fand ich in deiner Vita vorhin auch das Ding mit den Medien. Du bist einer der wenigen in unserer Branche, der mit den Medien ganz stark arbeitet. Und was ich damit meine, viele Persönlichkeitstrainer, wenn wir sagen, mach dich selbstständig, baue Selbstbewusstsein auf, mach was aus deinem Leben, das finden die Medien ja auch teilweise auch gar nicht so toll, weil die meisten in den Medien sind nicht selbstständig und dürfen ihr eigenes Ding machen. Wie kam da der erste Kontakt? Kam das auch über die große Bühne, dass du jetzt zum Beispiel Menschen im Fernsehen analysierst? Wie ging das los? Kamen die auf dich zu? Naja, in Medien werden immer Geschichten erzählt und man braucht für jede Geschichte, die man erzählt, braucht man einen Experten, der von außen etwas zu dem Thema sagt.
Und irgendwann ist man auch in diesem Rad drin, dann ruft dann eben NTV an und sagt, wir haben gerade hier Boris Becker gesehen mit seiner Lilly, können Sie was dazu sagen? Und dann kann ich vielleicht was dazu sagen oder nicht. Und letztlich ist man da auch ein bisschen Futter. Ich mache das aus PR-Gründen, das liegt daran, weil ich halt viel in diesen Unternehmensveranstaltungen unterwegs bin und da tut es auch mal ganz gut, wenn man mal ein Foto zeigen kann von NTV oder von anderen Nachrichtensendern. Das macht Sinn, aber es ist jetzt auch nicht meine Erfüllung. Okay. Tatsächlich war es so, ich habe ja mal Fernsehen auch richtig gemacht. Ich habe bei RTL 2 eine tägliche Spielshow mal gemacht, eine Zeit lang. Von da aus bin ich in den Vorabend zum Ersten gewechselt. Wie ist die Spielshow? Call TV. Das war die erste Call-In-Sendung, die es damals gab. Und von da aus bin ich in den Vorabend im Ersten. Studio 1 hieß das. Das gab es damals noch. Das war so eine Art Vorabendprogramm. Mal nur reine Ansage, mal ein bisschen Interview, mal ein bisschen Spiel, Interaktion mit den Zuschauern. Und ich habe da für mich gemerkt, das bin ich nicht. Ich brauche den Kontakt zu den Menschen. Ich würde am liebsten hier aufstehen und mit euch reden. Also für all diejenigen, die da draußen sind. Ich sehe diese Gesichter und möchte die alle in den Arm nehmen. Aber ich bin das nicht. Und auch da musste ich die Erfahrung machen, das bin ich nicht. Und es gab dann Reibereien mit der Redaktion und habe mir dann die Freiheit genommen, live auf Sendung, und ich wiederhole das sehr, sehr gerne, weil das vielleicht ein wichtiger Punkt für deine Zuhörer ist, eine Entscheidung zu treffen. Und Entscheidungen sind bei mir in meinem Leben immer sehr hart und sehr klar gewesen. Und es gibt ja in der ARD, damals gab es Verbotene Liebe und das Großstadtrevier. Und meine Anmoderation für diese Sendung war, jetzt gibt es wackelnde Kulissen, schwache Dialoge und besorgniserregende Schauspielerei. Es ist mal wieder Zeit für Verbotene Liebe. Und danach schalten wir rüber für die Freunde von Uniformen. Und das war live? Das war live, ja. Das hat 24 Stunden gedauert, bis sich einer von der ARD gemeldet hat. Ja. Aber sie haben es gar nicht gesehen, oder? Ja, weil sich das auch zum Teil versendet hat. Und dann dachte ich, komm. Und dann haben sie gesagt, du wirst nie wieder Geld verdienen als Moderator. Du wirst nie wieder in der Öffentlichkeit. Ich sagte, doch, macht euch keine Sorgen. Irgendwas wird schon passieren. Ich werde nicht verhungern. Und genau so war es. Und das tat mir gut. Und ich denke da immer noch sehr, sehr gerne zurück. Heißt aber übersetzt, du hattest einfach ab einem Punkt keinen Bock mehr darauf. Ja, und ich habe das sehr klar gesagt. Krass. Wenn du jetzt in Unternehmen gehst, was du ja sehr, sehr häufig tust, bist du da genauso klar? Machst du As-Ising? Sagst du, was gerade abgeht? Ja. Also meine Aufgabe in Unternehmen ist es ja nicht, da der beste Freund der Menschen zu werden, sondern meine Aufgabe in Unternehmen ist es, Wahrnehmung zu erweitern. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass die Menschen mich sehen. In meiner Arbeit ist mir ganz wichtig, und ich glaube, darüber bin ich auch besser geworden über die Jahre, dass die Menschen sich selbst sehen. Also das ist ein ganz großes Credo meiner Arbeit, nicht mich zu zeigen, sondern den Menschen die Möglichkeit zu geben, durch das, was ich als Redner auf der Bühne vermittle, sich selbst besser zu sehen. Verstanden. Da ist aber auch das Thema Selbstbewusstsein, und das ist ja eigentlich auch egal, ob du selbstständig bist oder in einem Unternehmen. Gleichzeitig sind wir ja gerade in einem der größten Wandlungsprozesse seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Unternehmen wandeln sich, junge Leute kommen nicht mehr so gerne in klassische Angestelltenverhältnisse. Wie siehst du gerade das, was da passiert? Als jemand, der jeden Tag in den Unternehmen ist und die sagen, bitte helfen Sie uns? Das ist so eine Mischung aus Hoffnungslosigkeit und auch ein bisschen resigniert. Manche sind im großen Veränderungsprozess und treiben das auch mit großer Energie voran. Ich schau insgesamt ein bisschen mit Skepsis auf das, was auf uns zukommt. Mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland uns derzeit noch in so einem Suppenkoma der Saturiertheit befinden. Vielen ist noch nicht klar, dass sich die Zeiten wahnsinnig verändern. Uns geht es einfach noch zu gut, ganz egal, ob es der Sport ist, egal, ob es die Arbeitslosenzahlen sind, die Wirtschaftszahlen, also alle KPIs, alle Kennzahlen zeigen, uns geht es richtig gut. Wie will man da Veränderungen Menschen vermitteln? Und das ist auch eine schwierige Herausforderung. Und das geht mit einem Wahnsinnstempo, und ich bin gespannt, wie das werden wird. Heißt übersetzt, deine Brille ist eher ein bisschen grau für die nächsten Jahre, was da kommt? Weil ich habe gerade einen Artikel gelesen, das ist ganz spannend, weil die Kennzahlen waren ja noch nie so gut wie aktuell. Mhm. Gleichzeitig stand im Artikel, wir stehen halt vor dieser Wand, und die ist auch schon da, die lässt sich auch nicht mehr abtragen so schnell. Wir sind schon ganz dicht dran an dieser Wand, und meine große Hoffnung ist, dass es eine große Form der Veränderung gibt, was auch die Sinnhaftigkeit angeht. Also im Moment wird ja in vielen Unternehmen über das Thema Purpose und Sinn gesprochen. Das wird ja überall gebetsmühlenartig aus irgendwelchen Büchern rausgezogen. Man holt sich Redner, die über Sinnhaftigkeit sprechen. Am Ende des Tages ist es noch nicht gelebt. Und was es jetzt braucht, ist ein Bewusstsein dafür, dass das am Ende des Tages uns wirklich weiterbringt, wenn wir uns mal andere Fragen stellen.
bessere Fragen stellen und doch mehr auf Sinnsuche gehen. Hm. Und die Sehnsucht ist da. Das heißt, bist du jemand, der langfristig auch sagt, ich mache jetzt auch da eher mein eigenes Ding? Also wo sehen wir dich in den nächsten Jahren? Immer noch in Unternehmen oder machst ja auch freie Seminare, ja. Machst ja ganz, ganz viel. Was ist so dein Ding, wo du hingehst? Was mich wahnsinnig berührt in meiner Arbeit ist, dass ich in der Einzelarbeit, in der Coachingarbeit mit vielen Menschen zusammenarbeiten darf und sehe, welchen Einfluss meine Arbeit auf ihr Leben hat oder auf die Art und Weise, wie die Dinge sehen. Hier in diesem Raum sitzt jetzt jemand, der bei mir mal im Training drin war und ich behaupte, dass er bei uns im Training eine Erfahrung gemacht hat, die ihn sich selbst neu hat erleben lassen. Und wenn er das mit in ein Unternehmen hineinbringt und diese menschliche Qualität mit ins Unternehmen hineinbringt und sie dort ausleben darf, dann ist das mein kleiner Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja, das klingt sehr schön. Was erlebst du, sind gerade die großen Bauchschmerzen von Menschen? Ich erlebe auch eine Gesellschaft, die mehr die Warum-Frage stellt, die mehr auch aus sich selber machen möchte. Was sind die Bauchschmerzen der Leute, die zu dir kommen? Warum kommen die? Es geht in der Arbeit, die ich mache und das, was ich wahrnehme, immer um diese vier Säulen. Die Zahl 4 hat ja eine ganz große Bedeutung auch in der Mythologie. 4 Himmelsrichtungen zeigen uns den Weg, ein vierblättriges Kleeblatt macht uns glücklich. Und früher hat man Menschen gevierteilt, um ihnen die Persönlichkeit zu nehmen. Und das Modell, was ich in meiner Arbeit immer verwende, sind diese 4 Säulen von C.G. Jung, Körper, Geist, Herz und Seele. Mhm. Und diese Ganzheit spiegelt sich darin wieder. Übrigens, wenn wir uns Filme anschauen, Heldenreise ist ein ganz großes Thema von mir. Wenn wir uns Filme anschauen, ist es immer eine dieser Säulen angeschlagen und dann tauchen wir ein in den Film und am Ende sind alle Säulen wieder komplett. Nehmen wir mal den Film Ziemlich beste Freunde, da ist die Körpersäule angeschlagen am Anfang, damit auch Herz und Seele angeschlagen. Am Ende des Films sind Körper, Geist, Herz und Seele in Fülle. Ja. Und was ich in Unternehmen erlebe, ist, dass das Thema Seele ganz, ganz, ganz heiß brennt. Menschen sind nicht beseelt. Engagement Index, 15% sind engagiert, highly engaged. 70% machen Dienst nach Vorschrift, die hört man atmen, die sind aber nicht lebendig. Und 15% sind tot in Unternehmen. Also sie sind nicht beseelt von dem, was sie tun. Das Thema Herz, welche Beziehungsqualität habe ich im Unternehmen? Wie ist das Miteinander? Haben wir dieses gemeinsame Anliegen? Das Thema Geist. Habe ich die Möglichkeit, mich im Unternehmen zu entfalten, zu wachsen, Neues zu lernen, größer werden zu dürfen, ist ein großes Thema. Und das Thema Körper, Gesundheit, BGM, BGF sind ja die großen Themen, die im Moment in Unternehmen sind. Also auf allen Säulen gibt es etwas zu tun, um da in der Geschichte des Unternehmens mehr Fülle zu bekommen. Und glaubst du, dass die neuen Generationen, die jetzt nachkommen, einfach viel größere Ansprüche an diese Säulen in ihrem Leben auch haben, dass die gar nicht da reingehen, wenn bestimmte Teile nicht bespielt werden? Das ist ja kein Glaube, das ist ja nachweisbar, dass die Frage nach Sinnhaftigkeit, nach Seele, nach was tut ihr für mich auch in Sachen Weiterbildung, das steht ja im Raum, damit muss ja jeder Personaler kämpfen. Hm. Und weil ja keine mehr nachrutschen, wird es ja auch immer enger. Klar. Ich war, am Dienstag war ich in einem IT-Unternehmen, durfte da einen Vorstand begleiten, der sagte, unser Hauptproblem ist, jeder, der das Wort IT schreiben kann, kriegt unterdessen Job. Hm. Und wir finden aber keinen mehr, der das Wort richtig schreiben kann. Also das ist eine Herausforderung. Ja, ich habe gestern mit einem der größten Werkstattketten Europas telefoniert und der Vorstand sagte halt auch, wir haben noch nie so gute Zahlen gehabt, aber es will hier keiner mehr arbeiten. Ja. Wir kriegen einfach keinen Nachwuchs, es will niemand mehr diese Arbeit machen und wir müssen jetzt andere Fragen stellen. Ich würde gerne mal die Verbindung schließen zu deinem Kernthema mit Selbstbewusstsein. Ja. Ich wage mal zu behaupten, ein 18-Jähriger, 19-Jähriger, der hat ganz, ganz viel mitbekommen, jetzt schon. Die Schulbildung ist anders als damals. Es gab noch nie so viel Geld, es wurde noch nie so viel gereist. Gleichzeitig entwickelt sich ja Selbstbewusstsein über Jahre. Wann ist ein Mensch sich so selbstbewusst zu sagen, ich will oder ich will etwas nicht? Mein Verständnis von Selbstbewusstsein, und es gibt ja verschiedene Definitionen von Selbstbewusstsein, ist, es gibt kein richtiges oder kein falsches und kein großes und kein kleines, es gibt ein förderliches für mich. Also jeder Mensch kann sich die Dinge in seinem Leben selbstbewusst machen, die für ihn und sein Lebensziel und das, was für ihn gut ist, leichter das Leben macht. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass viele Menschen sich oftmals die Dinge falsch selbstbewusst machen, die sie eben nicht leichter durch das Leben gehen lassen, sondern beschweren. Und das kommt häufig daher, dass
Menschen external orientiert sind. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der wir immer auf unsere Handys schauen, von außen Bestätigung kriegen durch das, was wir tun, durch die Medien. Das heißt, wir sind nicht mehr selbstbewusst, wir sind häufig andersbewusst. Und dieses Andersbewusstsein prägt unser Selbstbewusstsein sehr, sehr stark. Ich durfte diese Woche einen ganz neuen Betriebsrat, auch eines IT-Unternehmens, 8000 Mitarbeiter haben die begleiten. Und ich habe ihn gefragt, wie er seine Rolle sieht. Und er sagte, ja, also was er für sich selbst sieht. Mhm. Und er sagte zu mir, ja, also wenn ich so die Leute in unseren Unternehmen anschaue, dann erwarten die von mir dies, das oder jenes. Und da dachte ich, Wahnsinn, da ist der Betriebsratsvorsitzende eines Unternehmens mit 8000 Mitarbeitern und ich frage ihn, was wollen Sie? Wie sind Sie angetreten? Denkt er sich erstmal in die anderen hinein, also in die anderen Menschen hinein. Das ist nicht selbstbewusst, das ist andersbewusst und das ist immer der Weg in die Sackgasse. Mhm. Wann hast du für dich das große Selbstbewusstsein entwickelt? Also das, ich glaube, ich kann mir vorstellen, durch die Zauberei am Anfang. Mhm. Aber wann hast du für dich gemerkt, okay, das ist jetzt ein Thema, da kann ich jetzt auch anderen was beibringen? Oder anders gefragt, gibt es Momente, in denen du nicht selbstbewusst bist? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen dreht sich mein Leben immer um diese vier Fragen und auch um diese Lebensmomente, Körper, Geist, Herz und Seele. Ich versuche mir regelmäßig gemeinsam auch in der Familie Momente zu schaffen und zu überlegen in Sachen Körper, leben wir gesund, was kann ich heute dafür tun, um ein bisschen gesünder durchs Leben zu gehen, um mir was Gutes zu tun, um Energie zu haben für das, was ich noch vorhabe. Das Thema Geist, was kann ich Neues lernen, wo kann ich mir hier Neues selbst bewusst machen, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg? Das Thema Herz, sind das die richtigen Menschen, die um mich herum sind? Mhm. Diese Fragen stelle ich mir auch jeden Tag immer wieder neu und bin da genauso wie viele andere. Auch in der Kindererziehung? Auf jeden Fall in der Kindererziehung und wäre schlimm, wenn ich da sagen würde, ich mache da alles richtig. Ganz im Gegenteil, das ist das größte Abenteuer. Aber hallo, ja, ich meine, du bist ja sehr... Und unsere beiden Töchter heißen übrigens Maya. Ja, wunderschöner Name. Mit Y oder mit J? Mit Y. Ah ja, wir auch. Ja, die magische, die göttliche. Ja. Schön. Die heißt die Maya, wusste ich gar nicht. Magisch-göttlich heißt ja, das? Ja, ja. Pass, ne? Ich fand aber den Namen schön. Lateinisch für Bewohner. Nein, anders. und wie alt sind die? Ich hab eine Tochter, die ist 4 und dann habe ich aus einer anderen Heldenreise einen, der ist 18, der hat gerade Abitur gemacht. Okay, wie machst du das denn mit dem Selbstbewusstsein mit deinen Kindern? Weil die gehen ja doch durch ihre eigene Lebensreise durch, durch ihre eigene Heldenreise. Wenn man sich das Modell der Heldenreise anschaut, dann gibt es ja zwei wesentliche Komponenten. Das eine ist der Held, der sich Ziele setzt und sie erreicht oder sich zumindest auf den Weg macht, eine Richtung im Leben hat. Und dann gibt es den Mentor. Und ein Mentor ist niemand, der, das war übrigens die Göttin Athene, die runtergekommen ist und dem Sohn Odysseus Telemach zur Seite stand. Und ein Mentor zeichnet sich vor allen Dingen nicht dadurch aus, dass er belehrt und immer einen Ratschlag hat, sondern dass er durch die Art und Weise, wie er ist, andere Menschen inspiriert, selber auf Reise zu gehen. Mhm. Übrigens sehr schön zu sehen in einem Film, den man einmal im Jahr sehen sollte, Club der Toten Dichter, John Keating. Da gibt es dieses tolle Bild, er steht auf dem Tisch und ruft den Menschen zu, pflückt Rosenknospen, solange es geht, die Welt euch schnell enteilt, dieselbe Blume, die heute noch blüht, schon morgen dem Tode geweiht, seid beseelt. Und dieser Mann ist so wahnsinnig beseelt und da sind wir wieder bei den Spiegelneuronen, da springt der Funke über. Mhm. Was ich versuche für mich daraus zu ziehen ist, wenn ich Mentor meiner Kinder sein möchte, dass es nicht darum geht, meinen Kindern zu sagen, mach es so oder so, wer bin ich, dass ich die Wahrheit habe, sondern dass ich versuchen kann, selbstbewusst in meinem Leben mein Bestes zu leben, meine Kraft zu leben, meine Energie zu leben und damit hoffentlich meine Kinder anstecke, ihren eigenen Weg zu gehen. An was glaubst du? Ich glaube an lebendige Momente. Lebendige Momente? Lebensmomente? Lebensmomente, ja. Sammeln, gibt und wenn es etwas Höheres gibt, so dein, wo du andockst? Ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Hader ich gerade sehr mit mir. Meine Mama war Konrektorin einer katholischen Grundschule. Mein Vater ist Südamerikaner. Das ist die ganz große Frage. Da bin ich selber auf der Suche im Moment sehr stark. Auch bedingt durch die jüngste Tochter, die wir gerade haben. Wenn ich da eine Antwort hätte, wäre ich einen Schritt weiter. Ansonsten, meine tiefe Überzeugung ist, Menschen suchen nicht nach dem Sinn des Lebens. Menschen suchen nach Lebendigkeit, nach lebendigen Momenten. Und so versuchen wir es auch zu Hause zu leben. So versuche ich das in meinen Seminaren zu machen. Wenn wir uns an Filme erinnern und die Bilder Revue, vor unserem inneren Auge Revue laufen, dann sind es immer kleine Momente, an die wir uns erinnern, die etwas wertvoll machen. Und meine Vorstellung vom Leben ist, dass wenn ich mal irgendwann da sitze und meinen letzten Atemzug mache, dass ich ganz viele dieser lebendigen Momente habe.
Ja. Und das versuche ich in meinem Leben auch insofern zu integrieren, das vielleicht mal als konkreten Tipp nochmal für euch. Es gibt ja von Stephen Covey diese wunderbare Übung mit der Grabrede, die ja in keinem Seminar fehlen darf, die ganz toll ist. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dieses Thema Tod, was eine solche Kraft hat, noch stärker in mein Leben integrieren. Wir haben zu Hause eine kleine Urne, eine Holzurne, die habe ich mir mal bauen lassen von einem Urnenbauer in der Eifel. Und da werfe ich besonders lebendige Momente hinein. Und mein persönliches Ziel ist, bevor ich da persönlich reingehe mit der richtigen Urne, dass das Ding sowas von rappelvoll ist mit lebendigen Momenten, dass ich sagen kann, okay, ich habe ein volles, lebendiges Leben gehabt und alles getan, dass dieses Ding richtig voll wird. Wow. Ich finde das Bild ganz, ganz toll. Wenn ich diesen Podcast jetzt höre und ich fahre Auto und höre mir dieses Interview an, klingt das bis auf den Unfall, als du 12 warst und wir sind jetzt nicht auf der Suche nach schlimmen Dingen, klingt es sehr linear und viele Dinge, die sich einfach gefügt haben. Warum glaubst du, ist bei manchen Menschen so, dass sich immer gar nichts fügt, dass da immer ein Stein nach dem anderen kommt? Ich möchte heute nicht mehr jung sein, weil ich glaube, dass die Reize, die von außen kommen, oft dazu führen, dass wir den Kontakt mit unserem Inneren verlieren. Dieses external Orientierte, was wir haben, diese unfassbaren Möglichkeiten, Opportunitäten, die sich da jeden Tag neu auftun, die würden mich total überfordern. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal groß werden würde, ich würde überhaupt gar nichts auf die Kette kriegen. Ich wüsste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Und was ich vielen Menschen zurufe, auch Älteren, die auch in Richtung Orientierung sind, und das ist ja auch ein Credo vom Dieter, der eben hier war. In meinem Leben gibt es dieses Gedanken verloren, heißt oftmals Gedanken gewonnen. Mhm. Also wirklich öfters mal rausgehen, Auszeit nehmen. Das machst du ja, glaube ich, auch sehr stark mit deiner Familie. Ja. Wir reisen jetzt am 25. November für 6 Wochen nach Südamerika, nur mit der nach Familie. Chile? Nach Chile, ganz runter in den Süden. Auch mit allen Kindern, also mit beiden, mit dem Großen und der Kleinen. Und versuchen auch wirklich mal zu uns zu kommen und mal alle Stimmen, die von außen sind, rauszulassen, weil ich weiß, dass das immer die Momente sind, die mir am meisten wieder das Gefühl geben, da ist die Kraft, in die zieht es mich hin. Sehr, sehr spannend, danke dir. Jetzt haben wir heute Live-Publikum auch hier, was wir ja sonst nicht im Podcast haben. Habt ihr Fragen an Christian? Ja. Ja. Wie heißt du? Conny ist mein Name und ich habe eine ganz pragmatische Frage. Und zwar, ihr seht jetzt, ich bin eine junge Frau und ich habe auch eine 4-jährige Tochter und hatte heute meinen letzten Arbeitstag im Angestelltenverhältnis und war immer schon nebenbei seit mehreren Jahren freiberuflich unterwegs und schicke manchmal Bewerbungen weg für so Freelancer-Jobs. Und da ist meine Frage, Familienstand angeben, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Also für so fortlaufende Deals, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das konnte man gut hören, erste Reihe, ne? Das ist vom Sound gut. Was würdest du sagen? Ich persönlich habe da eine sehr pragmatische Antwort zu, und zwar, was du da reinschreibst, ist vollkommen egal. Wenn du so gut bist mit dem, was du tust, brauchst du keine Bewerbung zu schreiben. Ich habe in meinem ganzen Leben seit meiner Bewerbung bei der Lufthansa mit 18 keine Bewerbung geschrieben, sondern du musst Menschen kennenlernen, die dir die Jobs geben, auf solchen Veranstaltungen wie diesen hier. Das sage ich, deshalb ist es vollkommen egal, was du da reinschreibst. Ich habe Leute in meinem Team, die sind mit ihren Kindern hier mit bei der Veranstaltung. Wenn die gut sind, bleiben die. Weißt du, was ich meine? Das ist vollkommen irrelevant, ist meine persönliche Meinung. Zum einen würde ich erstmal deinem Bauchgefühl folgen und überlegen, was ist für dich richtig, ganz egal, was Tobi oder ich sagen. Und der zweite Gedanke, der noch wichtig ist, für alle Frauen, die da draußen sind. Ich kenne das Thema mit den alleinerziehenden Müttern. Das wird auch oftmals mir zugetragen. Ich glaube, und das ist eine Riesenchance für unsere Gesellschaft, wir leben da im Moment in einem riesen Umbruch. Menschen sind so offen und so bereit, auch alleinerziehenden Müttern, auch Menschen, die gerade sich eine neue Orientierung suchen, auch eine Perspektive zu geben, weil sie wissen, dass gerade diese Menschen über so viel Lebensqualität, Erfahrung, Persönlichkeit verfügen, die mehr und mehr in unserer heutigen Zeit wichtig wird. Ja. Einer der tollsten Sätze, die ich in den letzten Wochen gehört habe, war, Männer dürfen anfangen, ihre Herzen zu öffnen und Frauen dürfen anfangen, auch mal zu nehmen, auch mal Forderungen zu stellen und nicht nur zu geben. Ja, das ist ein Riesen, also fand ich ganz, ganz toll. Ne? Ja. Dr. Joe Dispenza hat das gesagt, fand ich ganz toll. Weitere Fragen? Ja, du hast dich vorhin schon gemeldet. Auch erst drei und dann. Wir hatten ja die ganze Zeit gerade am Anfang das Thema mit Zertifikaten gehabt. Mhm. Jetzt gerade, wenn wir Jungs sind, ich bin jetzt 21 und dann kommt man mit 18, 19 aus der Schule raus, wenn man viele Ehrenrunden gedreht hat. Und dann
rutscht man in der Ausbildung, was als Kindheitstraum immer super war. Und dann merkt man, hey, das ist nicht mehr dein Ding. Und du weißt schon ganz genau, wo dein Weg hinführt, weil du spürst ganz innen, es ist dein Ding und weißt schon, was du willst. Aber dann haben wir noch die Gesellschaft, Medien, was auch immer, und sagen, hey, du musst es eigentlich zu Ende machen, weil du dann dieses Zertifikat hast. Tief in mir sage ich eigentlich, ich könnte jetzt heute die Segel schmeißen, aber wir reden immer davon, dass sich alles verändert und es, man könnte eigentlich hinschmeißen. Was sagen Sie dazu? Doch zu Ende machen, um das Zertifikat zu haben, dass sich die Leute irgendwann nicht auf Ernst nehmen? Oder? Frage ging an dich. Erstmal finde ich es super, wir sind hier in so einer Duze. Jetzt merke ich, wie alt ich bin. Ja. Wir reden hier, wir haben uns eben schon geduzt. Ja, was sagen Sie dazu? Soll ich zertig? Ja. Ja. Jetzt fühle ich mich wirklich mal so richtig alt gerade. Also ich bin ja immer noch vollkommen fasziniert, dass du nicht eine Stirnfalte hast. Und ich nehme keinen Botox, möchte ich an dieser Stelle mal sehr deutlich sagen. Also Schatz, wir müssen nachher mal fragen, was der da genau benutzt. Also irgendwie bei mir geht's, aber es ist ein ganz anderes Thema. Zwei Gedanken dazu. Erster Gedanke ist, wir sind oftmals durch die Gesellschaft so geprägt, Zertifikate sammeln zu wollen. Ich kenne viele unglaublich tolle Menschen, die sehr viel mehr können, wissen und sehr viel mehr gemacht haben im Leben und trotzdem sich nicht trauen, sich die Bühne des Lebens zu nehmen und sich zu zeigen, ihr Bestes auf die Bühne zu bringen. Und das tut mir immer so in der Seele weh, wenn ich sehe, dass Menschen so wahnsinnig viel gemacht haben und sich nicht zeigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und auch das ist nur meine Wahrheit, es ist nicht die Wahrheit, es ist nur meine Wahrheit. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das eine oder andere in meinem Leben durchgezogen habe, weil das etwas ist, auf das ich mich besinnen kann und was mir innerlich die Kraft gibt, dass ich da auf einem guten Weg war und mir selber auch bewusst machen kann, dass ich es durchgehalten habe. Und ich sehe jetzt an deiner Reaktion in deinen Augen, das ist ein Punkt, der dich trifft. Genau, super. Das sage ich zu mir auch jedes Mal. Mach, damit du dir selbstbewusst bist, du hast es. Du brauchst es ja gar nicht so sagen, fühl's einfach mal und ich sehe in deinen Augen, dass du da auch ein Gefühl dazu hast. Großartig. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch so was Wichtiges, ne? In sich reinzufühlen, anstatt was brauche ich jetzt hier an Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Die beiden Gehirnhälften logisch zu verbinden. Letzte Reihe, die blonde Dame, wie heißt du? Marlene. Hallo Marlene. Hallo. Wir hatten es vorhin, oder du hast erzählt von den vier Säulen, Körper, Geist, Herz und Seele. Und da hattest du es im Zusammenhang mit Unternehmen. Deiner Meinung nach, kann man das in einem Unternehmen überhaupt erreichen, dass alle diese Säulen im Prinzip erfüllt werden? So, aber ich persönlich bin mittlerweile selbstständig. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass in einem Unternehmen, dass man diesen Zustand erreichen kann, dass alle vier Säulen... Danke dir erstmal. Ich muss die Frage einmal laut wiederholen fürs Mikrofon. Die Frage von Marlene war, ob es überhaupt Unternehmen gibt, die all diese vier Säulen erreichen. Mhm. Und Marlene hat sich selbstständig gemacht. Genau. Und kann ich als Mensch diese vier Säulen für mich erreichen? Oder ist das ein Lebensziel? Sollen wir erstmal die Unternehmensfrage beantworten oder erstmal? Mir persönlich ging es mehr um man selbst als Person in einem Unternehmen. Weil es gibt, finde ich, selten ein Unternehmen, was alle Mitarbeiter so abholt, dass Das stimmt. Und das ist die große Frage, wo die Menschen hingehen. Wenn ich die Möglichkeit habe, als junger High Potential in ein Unternehmen zu gehen, gehe ich dahin, wo man sich wohlfühlt. Ich bin heute hier hingekommen, Tobi, wir haben uns getroffen an der Treppe und ich habe sofort gespürt, die Menschen, die hier sind, die hier arbeiten, sind wahnsinnig beseelt. Man muss nur schauen, wie die miteinander umgehen. Da ist in Sachen Herzensbeziehung eine ganz große Qualität da. Können die Menschen sich hier entwickeln? Ja, du wirst unendlich viele Erfolgsgeschichten haben von Menschen, die in deiner Organisation größer geworden sind, über sich hinausgewachsen sind. Habe ich das Gefühl, dass die alle hier gesund sind? Brauchen die abends Alkohol? Müssen die Drogen nehmen, um sich vom Leben zu berauschen? Nein, die haben Energie, die sind da, die sind präsent. So. Und hier kommt der Punkt, es gibt viele Unternehmen, die da mehr und mehr Wert drauf legen, das auch zu kultivieren. Nehmen wir mal Google. Bei Google ist es so, dass es da jeden Freitag eine große Ansprache gibt von irgendeinem Top-Executive. Der redet nicht über irgendwelche KPIs, der redet nicht darüber, was sie alles erreicht haben, sondern der redet, wie sie die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben, warum sie das tun, was sie tun. Da gibt es eine Stunde eine Dusche für die Seele. Und wenn ich in einem solchen Unternehmen arbeite, dann fühle ich mich auch irgendwie zu Hause. Die meisten Unternehmen sind nur anders. Da werden Kennzahlen an die Wand geworfen, da heißt es, erreicht die. Wenn du die nicht erreichst, stimmt unsere Beziehung nicht mehr. Und das funktioniert heute nicht mehr. Achtung, wenn ich die Besten haben will. Sehr spannend, danke schön. Auf der Seite, letzte Frage, yes, sir. Ja, mein Name ist Thomas. Aus der Schweiz, aus der Schweiz. Ja, Ich hab noch nicht mal Thomas reibt schon.
Thomas, schön, dass du da bist. Extra angereist. Ja, wie schön. Extra für dich. Mich würde mal interessieren, wie du bei firmeninternen Coachings damit umgehst, wenn du dann mit Personen arbeitest und dann irgendwann mal den Zeitpunkt merkt, dass er vielleicht in der falschen Funktion tätig ist. Frage von Thomas, wie du in Coachings in Unternehmen damit umgehst, wenn du merkst, da sind Menschen in falschen Positionen, ne? Also meine Aufgabe ist es grundsätzlich nicht, Menschen zu sagen, du bist in der falschen Position, sondern meine Aufgabe ist es, Menschen ihre Wahrnehmung zu erweitern und sich möglicherweise selbst erleben zu lassen, ich sollte etwas anderes tun. Ich gebe dir ein sehr konkretes Beispiel. Ich durfte jemanden begleiten, der aus der Fraunhofer-Gesellschaft kam, dort tolle Projekte gemacht hat, dann von einem Konzern übernommen wurde und innerhalb des Konzerns zu wenig Visibilität zeigte. Führungsposition, top gelevelt. Und dann hieß es, okay, da braucht man einen Coach, damit er innerhalb des Unternehmens sich einfach mehr zeigt, mehr Präsenz hat. Und wir kamen über den Coaching-Prozess darauf, dass es bei ihm ganz andere Mechanismen sind. Für ihn ist der Wert Konzern und auch diese ganzen Konzernspielchen, das ist nichts, was ihn auf Dauer glücklich macht. Ich kann ihm das nicht sagen, aber irgendwann fällt so dieser Moment, da sieht man, aha, jetzt passiert gerade in ihm etwas. Jetzt hat sich da das verschaltet, was mit seinen eigenen Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen ganz tief in Kontakt ist. Und dann ist es auch einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hier bin ich falsch und ich brauche eine andere Organisation, ich brauche ein Forschungsteam um mich herum, ich brauche Menschen, die ambitioniert sind, die nicht diese Konzernspielchen machen, und der hat sich dann auch einen neuen Weg gesucht. Und das ist dann der richtige Weg in meiner Welt, aber auch das ist nur meine Wahrnehmung. Ich erlebe sogar viele Unternehmen, die mittlerweile sagen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du gehst. Also es ist ja, die verändern sich ja auch. Ne? Ja. Die wollen ja nicht die Bewohner haben in den Abteilungen. Ja. Wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, das war ein tolles Interview, ich würde gerne mehr von Christian erfahren. Was ist das Einfallstor, wo Menschen am einfachsten zu dir kommen können? Social Media oder eine Webseite? Ich mache kein Social Media. Es gibt, wie gesagt, diese Facebook-Seite, aber ich bin da nicht wirklich aktiv. Liegt aber auch daran, weil ich mich gar nicht so sehr zeigen möchte. Also irgendwie ist das nicht meine Welt. Ich schreibe jeden Montagmorgen einen Newsletter, der heißt Thank God It's Monday. Den schreibe ich tatsächlich morgens, wenn ich es schaffe. Manchmal schreibe ich ihn auch nicht, wenn ich es nicht schaffe. Ich stehe morgens auf und prime mich damit für die Woche. Irgendwas, was mich in der letzten Woche beschäftigt hat, schicke ich raus in die Welt. Und das scheint den Menschen zu gefallen. Den bekommt man, wenn man auf galvis.de geht oder den Heldentest machen. Das ist vielleicht eine schöne Sache. Es gibt zur Heldenreise einen Heldentest, so eine Art Persönlichkeitsprofil. Oh, das mache ich auch. Kriegt man 13 Seiten. Und da nutze ich diesen Newsletter auch. Der Heldentest ist der kostenfrei. Kostenfrei. Schön. Genau. Dann wollen wir mal schön eine Webseite sprengen jetzt. Heldentest.de. Gleichzeitig. Genau. Heldentest.de machen wir in die Shownotes rein. Die Webseite machen wir in die Shownotes rein. Und du hattest am Anfang noch von deinem, mir erzählt, dass du einen Online-Kurs hast, der heißt Richtig Selbstbewusst. Genau. Magst du dazu noch kurz was sagen? Ja, ich habe bei Gedankentagen hier einen Vortrag gemacht zum Thema Selbstbewusstsein, der ganz oft angeschaut wurde. Und es kamen so viele Zuschriften, dass ich gedacht habe, jetzt mache ich mal einen Kurs dazu. Und wir sind im Januar gestartet. Das ist auch tatsächlich das einzige Produkt von mir, was es öffentlich gibt. Also man sagt, glaube ich, B2C. Mhm. Und es sind viele wunderbare Inhalte. Wir haben ein Wahnsinns-Feedback zu dem Kurs. Das sieht man auch auf der Seite. Der Kurs heißt richtig-selbstbewusst.de. Mhm. Und es sind 21 Videos rund um das Thema Selbstbewusstsein. Cool. Und haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen. Magst du der bewohnerfreien Community ein gutes Angebot machen mit deinem Blick? Ja, gerne. Ich bin jetzt niemand, der was aus dem Bauch heraus sagt. Machen wir einfach unten rein. Machen wir Folgendes. Wir packen, es gibt beim Bezahlvorgang das Stichwort bewohnerfrei. Ja. Macht das Sinn? Bewohnerfrei, ja. Klein oder groß? Klein. Klein. Klein, bewohnerfrei, und dann purzelt der Preis. Wie genau, schauen wir dann, wenn es soweit ist. Sehr gut, das klingt sehr, sehr gut. Ja. Ganz am Ende. Ganz am Ende. Kurze Frage, kurze Antwort. Freiheit bedeutet für dich was? Wahlfreiheit. Mhm. Ja, früher war es bei mir immer Freiheit, und dann fiel mir auf, es ist gar nicht Freiheit, sondern es ist Wahlfreiheit, die Möglichkeit zu haben, in dem Moment zu sagen, das möchte ich machen oder nicht. Mhm. Sehr gut. Geld ist? Geld ist ein grundsätzlich positiv zu besetzendes Tauschgut, häufig verknüpft mit einer falschen Zukunftserwartung. Mhm. Erklär mal.
Ja, wenn wir Geld haben, meinen wir, können uns etwas damit kaufen, was uns ein emotionales Bedürfnis befriedigt. Also viele sagen, wenn ich mal die 60.000 Euro habe, dann kaufe ich mir das und das Auto und dann geht es mir richtig gut, dann kriege ich genau die Frau. Das ist eine Zukunftserwartung, die ich in Geld aufwiege, um mir ein Produkt dafür zu kaufen. Und häufig sitzt man dann im Auto und hat dann trotzdem keinen da sitzen, weil es an anderen Dingen fehlt. Okay, verstanden. Verstanden, ja, ne? Ja. Verstanden, oder? Okay. Heißt aber umgekehrt auch, also ich höre das zumindest so raus, Geld ist in deinem Leben jetzt auch kein Thema. Also du bist nicht angetreten damals mit den Dingen, die du getan hast, um viel Geld zu verdienen. Nein, noch nie. Sondern es ist einfach irgendwann dann gekommen. Ja. Ist es ein Geheimnis? Einfach mal kommen lassen? Das tun, was ich liebe und kommen lassen? Es war nie so, dass bei uns zu Hause das Thema Geld ein großes Thema war. Wir fahren zum Beispiel ein ganz kleines Auto, Nadine und ich, weil wir nicht der Meinung sind, dass wir unsere Kinder mit einem SUV zur Schule bringen müssen oder in den Kindergarten. Das hat für mich sich noch nie erschlossen. Ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro. Wenn ich zum Flughafen muss, fahre ich dann mit dem Taxi. Da habe ich immer den gleichen Fahrer. Da bin ich total Sozialautist, will immer die gleiche Person haben. Mhm. Also solche Dinge. Sozialautist, will ich auch aufschreiben. Wir wohnen schön, wir reisen gerne, aber Geld ist jetzt nicht so das ganz große Thema. Okay. Persönlich wachse ich, indem ich mich mit ganz wunderbaren Menschen austausche. Mhm. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Wir haben als Kind zu Hause bei der Oma und beim Opa immer gesungen, der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. Und ich habe das über die Jahre interpretiert für mich, der hat sein Leben am besten verbracht, der durch die Art und Weise, wie er zu sich gefunden hat und dadurch andere Menschen inspiriert hat, selbst über sich hinauszuwachsen, glücklich gemacht hat. Du hattest das vorhin schon anklingen lassen. Du darfst jetzt gerne ein bisschen deutlicher werden bei der Frage, der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren was? Hoffentlich aufwachen, sich dramatisch verändern. Zahlen stehen ja da im Raum. Osborne Fey gesagt, dass fast 50% der heutigen Berufe es in 10 Jahren nicht mehr geben wird. Das heißt, wir brauchen eine wahnsinnige Veränderungsflexibilität, Verhaltensflexibilität, was uns selbst angeht und auch die Bereitschaft für ein lebenslanges Lernen. Und auch für neue Vernetzungsstrukturen, Konzernstrukturen in dieser Art wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die Menschen werden sehr viel vernetzter miteinander arbeiten und der Faktor Persönlichkeit immer bedeutsamer. Mhm. Prozesse, IT, Maschinen sind kopierbar, Menschen sind nicht kopierbar. Mhm. Werden sie auch nicht sein. Nee. Ja, sehr, sehr gut. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Ich hoffe immer der Ort, an dem ich jetzt gerade bin und hier fühle ich mich gerade sehr wohl. Das ist sehr schön hier bei dir. Aber da bist du so ein Typ, der genießt einfach das Sein, weil viele können das ja gar nicht. Naja, wenn ich permanent in meinem Bewusstsein denke, ich möchte jetzt gerne da sein, weil dieser Ort sehr viel schöner ist, dann raube ich mir doch selber ganz viele wunderbare Erfahrungen. Deshalb versuche ich nach Möglichkeit, da wo ich jetzt gerade bin, auch als schönsten Raum zu nehmen. Ansonsten bin ich nicht bereit, den Preis zu zahlen, diesen Raum nicht zu nehmen. Ja, und du hattest es vorhin auch so schön gesagt, mit dem, was eben von außen kommt. Ne? Ich habe ja das Publikum hier ein bisschen beobachtet, da hat keiner aufs Handy geguckt in der letzten Stunde. Und in der Stunde davor auch nicht. Danke. Das heißt ja übersetzt, das geht ja. Ne? Wenn wir in einem Umfeld sind, was spannend ist, wo wir weitermachen, dann brauche ich auch nicht andauernd diese Reflexion von außen, was jetzt andere Leute über mich denken. Ja. Sehr spannend. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. Ich gehe ganz oft hin und bringe in meinen Seminaren diesen Gedanken, dass man selbst als Persönlichkeit stärker wirkt, wenn man anderen Krönchen aufsetzt und sie mal erzählen lässt. Ich bringe in meiner Arbeit, in meiner täglichen Arbeit, versuche ich an die Ressourcen der Menschen ranzukommen und habe das gar nicht so sehr, dass ich was teilen durfte. Und danke dafür, dass ich das heute hier machen durfte. Danke jedem, der zugehört hat und hoffe, dass der ein oder andere Gedanke dabei war, nicht mich zu sehen, sondern euch selbst ein bisschen mehr zu sehen. Wow, was ein schöner Abschlusswort. Was ein schönes Abschlusswort. Dankeschön. Und für alle, die jetzt zugehört haben, im Auto, in der Küche, beim Bügeln, beim Autowaschen, wir kriegen ja Zuschriften, beim Sport machen, wir hören da so viele Sachen. Danke für eure Zeit. Wir wünschen euch eine bewohnerfreie Woche. Online-Kurs gibt es ein Angebot dazu. Ansonsten geht auf Christians Facebook-Seite, ne? Dann ist da richtig was los drauf. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, seid so lieb, bewertet diesen Podcast wieder bei iTunes. Das zeigt uns, dass wir einen guten Job gemacht haben. Alle weiteren Folgen gibt es dann unter www.tobias-beck.com/podcast. Heute mit Christian Galvez. Ganz tolle Story, hat viel Spaß gemacht. Alles Liebe.